Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie hat die Freie Wähler-Landtagsfraktion wieder außerhalb Münchens getagt. Bei ihrer Herbstklausur im fränkischen Bad Windsheim standen der Klimaschutz, die Lage im Nahen und Mittleren Osten und die Zukunft der kleinbäuerlichen Landwirtschaft auf der Agenda. Auch die Luft- und Raumfahrt als Innovationstreiber war Thema. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger erklärt, welche Chancen er in der Branche sieht. Wir lassen uns die Luft- und Raumfahrt ordentlich was kosten, weil wir auch sehen, dass sich die Dinge refinanzieren. Wir müssen hier weiterhin stark in die Forschung gehen, dass einfach junge Forscherinnen und Forscher auch wieder in der Luft- und Raumfahrt tätig werden. Ja, und nicht zuletzt geht es darum, auch die Start-ups zu unterstützen, gerade in diesem Bereich tätig zu werden. Und wir tun in puncto klimakorrekte Antriebe sehr viel, synthetischen Flugtreibstoff zu entwickeln, sogar eine Produktionsstätte, um diesen synthetischen Flugtreibstoff in Zukunft auch in Bayern selbst zu produzieren. Das sind die Stellschrauben, wie wir hier vorwärts kommen müssen. Neue Konsumentenwünsche, Klimawandel und steigende Auflagen. Die Landwirtschaft steht vor großen Herausforderungen. Bei Vororttterminen auf einer Streuobstwiese sowie einem Weingut diskutierten die Abgeordneten mit Experten darüber, wie die anstehenden Transformationsprozesse gemeistert werden können. Ebenfalls Thema der Beratungen: Bayerns Rolle in der Welt, warum der Nahostkonflikt, die Lage in Afghanistan und die wirtschaftliche Situation in Afrika auch Bayern angehen, erklärt Dr. Fabian Mehring, parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion. Ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt gilt, die Lehren aus der Eskalation der Migrationskrise im Jahr 2015 zu ziehen. Wenn es uns nicht gelingt, jetzt vor Ort für stabile Verhältnisse zu sorgen, dann wird dieses außenpolitische Problem im Nahen Osten schon bald zu einem innenpolitischen Problem, mit dessen Folgen wir uns in Bayern auseinanderzusetzen haben. Und deshalb ist es wichtig, jetzt beherzt zu handeln, auch unsere internationale Verantwortung wahrzunehmen als Teil der bayerischen Staatsregierung, um dafür zu sorgen, dass ja dieses außenpolitische Problem kein innenpolitisches wird. Landleben ist angesagt, Grundstücke zunehmend gefragt. Bei einem Rundgang durch das Fränkische Freilandmuseum in Bad Windsheim haben die Abgeordneten deshalb auch über Perspektiven und Chancen für den ländlichen Raum diskutiert. Gastgeberin Gabi Schmidt erklärt, wie die Fraktion dessen Attraktivität erhöhen will. Junge Familien müssen unterstützt werden, hier wieder bauen zu können. Diesen einzigen Vorteil, den das Land bietet, ist einfach mehr Platz zu haben. Und diesen Benefit müssen die Menschen haben, die da zwei Autos brauchen, da wird nicht die U-Bahn vor der Haustür stehen. Und da haben wir wirklich drauf geachtet, das zu unterstützen. Während der Klausur hat die Fraktion zudem mehrere Resolutionen verabschiedet. Eine davon, die Stärkung der Mittelschulen. Für die Freien Wähler eine echte Herzensangelegenheit. Auch deshalb zieht der Fraktionsvorsitzende Florian Streibel eine positive Bilanz der Beratungen. Es war eine sehr angenehme, sehr schöne Klausur. Wir haben sehr viele Resolutionen verabschiedet, also von der Mittelschule letztlich über die Luft- und Raumfahrt, über die dritte Startbahn bis hin zur Landwirtschaft. Und es war für die Abgeordneten auch eine schöne Klausur, weil man sich sozusagen endlich mal wieder treffen konnte, dass man wieder mal zusammen sein konnte nach den Zeiten von Corona. Beim kommunalen Abend bekräftigte die Freie Wähler Landtagsfraktion einmal mehr, sie wird sich im Landtag auch weiterhin für die Belange der Kommunen stark machen und für eine pragmatische, sachorientierte Politik nah am Bürger.